29. Oktober 2021. Nathalie Volk meldet sich aus dem Krankenhaus. Erst gestern hat Nathalie Volk, 24, alias Miranda Dei Grande, mit dem Löschen aller Paarbilder von sich und Partner Timur Akbulut für Trennungsgerüchte gesorgt. In ihrer Instagram-Story postete sie zudem eine kryptische Nachricht, die ebenfalls auf ein Beziehungsende hindeuten könnte: Wenn Gott eine Tür schließt, hör auf, dagegen zu hämmern. Was auch immer sich dahinter befand, war nicht für dich bestimmt. Jetzt teilt das Model, das sich derzeit in New York aufhält, ein besorgniserregendes Bild: Nathalie ist im Krankenhaus. Sie befindet sich offenbar in der NYU Langone Health Clinic in Manhattan. Auf dem Foto ist lediglich ihre Hand zu sehen. Um ihr Handgelenk ist ein Bändchen des Krankenhauses angebracht, auf dem sowohl ihr Name als auch ihr Geburtsdatum zu lesen ist. Was ihr fehlt, verrät Nathalie allerdings nicht. 28. Oktober 2021. Sarah Harrison, im Nagelstudio war sie einfach weg. Mit dieser bereits gelöschten Instagram-Story versetzt Influencerin Sarah Harrison, 30, ihre 2,7 Millionen Follower, innen in Sorge. Von der Couch aus berichtet die zweifache, in Dubai lebende Mutter über ihren Besuch im Nagelstudio wenige Stunden zuvor, der anders als erwartet endete. Eigentlich wollte die ehemalige Bachelor-Kandidatin nur schnell ihre Nägel machen lassen. Doch dann merkte sie, dass es ihr nicht gut geht. Ich dachte, ich muss spucken und dann bin ich auf dem Weg zur Toilette einfach zusammengebrochen, mein Kreislauf. Ich war einfach weg, erzählt die 30-Jährige. Die Behandlung musste sie daraufhin abbrechen. Ihr Ehemann Dominic Harrison, 30, war zum Glück direkt für Sarah da und holte sie ab. Sie habe den besten Mann, merkt die YouTube-Ehrin an und gibt Entwarnung, sie fühle sich schon wieder besser und zwar so gut, dass sie den Nagelstudio-Besuch heute nachholen und auch beenden konnte.